So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Die Banner Saga 2. Wir befinden uns hier, glaube ich, gerade im Trupp der Irren mit Bollwerk an der Spitze und einer werten Zauberin an der Seite oder so schräg hinter ihm mit einem Messer an seinem Rücken, mehr oder weniger. Ich habe beschlossen, dass ich, bevor ich den Gewaltmarsch fortsetze, den wir letzte Woche angetreten haben oder angekündigt haben, kurz nochmal gucke. Warte mal, Heroes? Wenn hier ein Tonschädel ist, ist jemand verletzt, ist das richtig? Habe ich es richtig gelesen? Es ist jemand verletzt. Die Volker ist verletzt. Wir haben kein Ansehen mehr. Okay. Wie sieht's aus? 16 Vorräte. Ja gut, einen Tag immer rasten. Dann ist die Volker natürlich nicht mehr verletzt. 8 Vorräte weniger. Die Moral ist gestiegen. Sie ist jetzt hervorragend. Sie ist so hervorragend, dass wir gleich mal unser Training damit direkt anfangen können. Denn am Anfang einer jeden Aufnahmesession mache ich einen Versuch, einen weiteren Trainingsschritt zu erreichen, ein weiteres Trainingsziel. Also fangen wir an. Brauchst du wieder eine Abreibung? Fragt dich Holfi, dein Quartiermeister, der wahrscheinlich jedes Mal eine andere Stimme hat. Oder soll ich dir zeigen, wie du den Feinden so richtig in den Allerwertesten aufreißen kannst? Was kannst du mir beibringen? Reichlich kleine, gemeine, tödliche Tricks, sagt Sven und geht in das große Zelt. Versuch durchzuhalten. Dann wollen wir doch mal sehen, was du mit dem Säufer und den alten Knacker anfangen kannst, sagt Holfi. Olli, Spar, kommt her, oder ihr dürft euch euer eigenes Blut von meiner Axt wischen. Du denkst darüber nach, was er gesagt hat. Es war nicht viel. Bist du bereit für eine Herausforderung? Ich bin bereit. Dann schwing mal los, blafft Holfi. Also, ich habe ehrlich gesagt vergessen, was es mit ihm auf sich hat. Ich glaube, wir mussten irgendjemanden töten mit dem zweiten Schlag oder sowas. Na, mal schauen. 3 Treffer Axtsturm. Okay, beleidige Bollwerk. Das ist relativ leicht gemacht. Das macht, glaube ich, er. Und verhindere, dass Bollwerk zum Zug kommt. Ah, okay. Wer hat den Axtsturm nochmal? Axtsturm, das ist nicht du? Ach, du hast den Axtsturm. Ah, ja, genau. Axtsturm wirft Äxte und bewirkt starke Schaden, bis eine Axt abgewehrt wird. Der Angreifer gibt Verbündeten, indem sich ein Selbst plus ein Rüstungspunkt des Schildmauer. Okay. Das heißt, ich würde wahrscheinlich gleich anfangen, um dir einen Axtsturm zu geben. Kann ich eigentlich das gleich tauschen? Das kann ich nicht. Okay. Das heißt, ich will gleich damit anfangen, dich zu beleidigen. Ich stelle dich am besten gleich mal hier hin. Dich dahin und verbinde, dass Bollwerk zum Zug kommt. Es sollte eigentlich alles machbar sein. Ich werde versuchen, dich zu verteidigen. Und du wirst auf sie den Axtsturm werfen und hoffe, das funktioniert. Ich bin bereit. So, wir beginnen. Ich muss dich sofort beleidigen, weil sonst kommst du gleich dran. Bollwerk, deine Mutter sieht aus wie ein Schaf. Okay, der Wagen kommt zum Zug. Und wir probieren jetzt mit dem Axtsturm gleich bei dir. Warum nicht? Ein Treffer. Zweiter Treffer ist abgelenkt. Unangenehm. Und die Rüstung etwas flöten. Okay, wir werden Recke einfach mal anwenden, weil du einfach weniger Schaden erleiden sollst. Tada! Der zweite Bogenschütze ist dran und schießt auf irgendwen. Auf den Barden, ist nicht so dramatisch. Der Barde wird mal wieder den Bollwerk beleidigen. Ja, Bollwerk, du trägst deine eigene Mutter als Umhang. Die nächste Bogenschütze kann nichts, darf nichts, soll nichts. Okay, der Axtsturm auf dich oder auf dich? Offenbar auf keinen von euch beiden, weil du noch zu weit weg bist. Aber das kriegen wir wohl hin. Dann gehen wir doch einfach mal 2 Schritte nach vorne. Ich will mal gucken, ob ich einfach so Axtsturm hinbekomme. 1, 2. Ach, verdammt, ihr seid nicht... Ihr lebt nicht lange genug. Das ist das Problem. Ah, okay. Gut, dann werde ich es anders machen. Ich werde jetzt hier vor sprinten, mehr oder weniger. Werde versuchen, dir möglichst viel Rüstung zu klauen. Angriff auf seine Rüstung. 3 ist nicht viel, aber immerhin. Da kommt die eine Dame wahrscheinlich hinten dran. Ach, du bist dran, okay. Okay. So, du wirst wieder mal ein Bollwerk beleidigen. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben noch 2-mal die Möglichkeit, Bollwerk zu beleidigen. Das war einmal. Sehr, sehr schön. Du wirst auf die Dame hier schießen. Hoffentlich auf die Rüstung. Nur auf die Rüstung, alles okay. So, und du solltest schon mal dich... Warte mal, ist es sinnvoll? Du bist gleich danach dran, das ist natürlich ein Problem. Dann werde ich versuchen, gleich einen Axtsturm zu landen. Klappt wahrscheinlich sowieso nicht. 1, 2. Ach, verdammt. Okay, du gehst wieder auf die Rüstung. Dann gehst auch du nochmal auf die Rüstung.
Und eine Runde haben wir noch für den Axtsturm, oder? Okay, das ist auf dich. Alles kein Problem. Eine Beleidigung haben wir noch. Das Lustige ist, dass die Geräusche wirklich so klingen, als ob er wirklich beleidigen würde. So, die Dame ist tot. War zu erwarten. Wir stellen uns jetzt hier auf. Einfach mal schöne Position, um das letzte Mal versuchen zu können, Axtsturm zu... gelingen zu lassen. Eins. Ach, verdammter Mist. Ich hätte mich gleich auf den Großen konzentrieren sollen. Ich kann nicht noch... Doch einmal kann ich noch Axtsturm anwenden. Dann kann ich noch versuchen, kurz... dich umzuhauen. Ja, geht doch. Zack, die Dame ist tot. Ach so, er ist dran. Ach Gott, stimmt. Hätte sich verhindern können. Ich werde es noch ein einziges Mal probieren, und zwar, indem ich mich gleich auf den Wal stürze und nicht hier die ganzen Bogenschützen da noch großartig mit reinziehe. Ja, ja, du hast... Ach, du könntest befördert werden, das ist ja lustig. Erstaunlicherweise, ich hätte nicht gedacht, dass man, dass die Kills auch zählen, wenn man nicht... wenn man das Trainingseinheit nicht beenden kann, aber offenbar klappt das doch. Okay. Ist egal, was kannst du mir beibringen? Bla bla bla. Ich bin bereit. Ja, gut. Und das Ganze nochmal. Klauenfang soll niemals zum Einsatz kommen. Das sollte doch irgendwie möglich sein. Alter, das sind 4 Wale? Ist das euer Ernst? Wie soll ich denn das bitte machen? Wenn es nicht im ersten Zug schaffe, bin ich eigentlich so gut wie geliefert. So, das heißt, du musst dich schon mal dorthin begeben. Du, mein lieber Freund, wirst dich dorthin begeben. Und ich bin bereit. Okay, du beleidigst erstmal hier den Typen. So, da kommt der Große angelaufen. Ich überlege gerade, ob ich hier hingehe und dich... Warte mal, 12 Rüstung, 9 Rüstung, 9 Rüstung ist nicht verkehrt. Okay. Ich glaube... Ach, verdammt, das, du stehst doch ein bisschen schlecht. Kann man dich da hinten treffen? Nein, kann man nicht. Okay. Kann man... Jetzt kann man dich treffen. Okay, wann bist du eigentlich dran? Du bist erst dann dran und du bist als nächstes dran. Okay. Nee, machen wir mal eine Pause. Raste mal. Du hast wahrscheinlich irgendjemanden kaputt hauen. Ach, das geht eigentlich noch. Lief. So, du musst kurz mal ganz viel Rüstung abgezogen bekommen. Du kommst gleich ran, das finde ich wunderbar. Du kannst gleich mal den Bollwerk wieder beleidigen. Wo ab, du kleiner Schmuck. Der nächste kommt ein Stückchen näher, aber nicht dran. Wunderbar. Und jetzt bleibt uns die wichtigste Chance dafür, den Axtsturm durchzubekommen. Das ist ein super... Was? Die erste Axt wurde abgewehrt, habe ich bemerkt. Vielen Dank. Kann man... Aber wenn ich jetzt nochmal versuche, Rüstung zu klauen, dann fällt er beim zweiten Mal um. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Gut. Daher würde ich einfach sagen, wir regeln, dass wir einfach weniger Schaden bekommen. Sehr gut. Alles schön absorbiert. Du beleidigst mal wieder den lieben Bollwerk. Dann ist irgendwer von den Großen wieder dran, der an den Druiden rankommt. Die kommt dann nicht. Ja, den Druiden sag ich schon, an den Minnesänger, sag ich mal. Und ein neuer Versuch mit Axtsturm. Komm bitte. Wurf Nummer 1, ja. Alter, das ist doch nicht euer Ernst. Die zweite Axt wurde abgewehrt. Au. Unangenehm. So, wir probieren es nochmal. Recke. Der kommt nicht ran, das ist völlig in Ordnung. Du wirst mal wieder beleidigen, aber wenn es danach nicht klappt, dann weiß ich auch nicht mehr weiter, ganz ehrlich. Du hast 6, 7. Okay, und du hast 12, 9. Da sollte eigentlich einiges drin sein. Ach, nee, 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 nicht einfach so werfen. Du sollst schon mit Axtsturm werfen, mein lieber Freund. Axtsturm, ja, los geht es. Okay. Da bin ich echt mittlerweile mein Teil am Ende. Ja, hier, mach noch dein Recken nochmal. Den Druiden töten. Er tötet ihn nicht ganz. Okay. Sehr schön. Kannst du noch beleidigen? Du kannst ihn nicht beleidigen. Das heißt, Bollwerk wird relativ bald rankommen. Gut. Dann werde ich noch eins Rüstung abziehen.
Immerhin. Du kommst nicht ran. Und, mein lieber Freund, du hast die letzte Chance, endlich mal den verdammten Axtsturm durchzubekommen. Ja. Ich will gar keinen starken Schaden bewirken, weil ich dich nicht umhauen will. Der erste ist schon vorbei. Und das war's. Ganz ehrlich, entweder habe ich unglaubliches Pech bei den Äxten. Oder ich bin einfach unglaublich unfähig. Ich glaube eher Ersteres. Mit einem großen Teil Zweiteres. Okay. Neutralisiere Bollwerk habe ich im Großen und Ganzen geschafft. Haha. Warte mal, neutralisiere heißt aber nicht, wir sollen ihn umbringen, oder? Ich hoffe nicht. Okay, wir brechen jetzt auf. Wir haben genug gerastet, wir haben genug trainiert. Wir brechen auf. 11 Minuten der Folge sind schon rum. Aber wir haben ja noch 3,5 weitere Folgen. Also machen wir jetzt mal keinen Kopf. Minus 8 Vorräte. Die Moral des Gefallens immer noch hervorragend, nicht wahr? Ja. Über den Hügeln nähern sich bewaffnete Wüter. Ich werde mich mit meiner Handvoll Männer darum kümmern, sagt Sparr, bevor ihr meinen Hustenanfall überkommt. Geht weiter, wir finden euch schon wieder. Und wir alle kennen die Gefahr, in der wir uns befinden. Also behandle mich nicht wie ein kleines Kind. Gib dein Bestes, alter Mann! Ein Dutzend Kämpfer zum Schutz der Brücke losschicken, die Wüter angreifen, die Karawane beisammenhalten und alle Angriffe abwehren. Fasold sagt, dass sie vielleicht nicht an einen Kampf interessiert sind. Bewegt euch. Nee, wir halten die Karawane beisammen und halten alle Angriffe ab, die kommen. Alle anbrüllen, dass sie sich bewegen sollen. War nicht gut, alle anzubrüllen. Ängstlich schlagen die ungeübten Klammglieder auf die Wüter ein, sodass ein Gefecht entsteht, in das andere hineingezogen werden. Okay, das war vielleicht nicht so geplant. Minus 5 Kämpfer. Und wir kommen zu einem Gefecht. Ich bleibe erstmal bei den Leuten hier. Die habe ich gerade zusammengestellt, wenn ich es recht erinnere. Und wir kommen... Okay, die sind aber recht nah aneinander. Wir haben hier einen Steinsänger. Diverse Leute in... Fangkämpfer. Okay, euch kann man relativ schnell kaputt machen. Ich würde ganz gerne dich doch mal... Meine Kummerer ist zuerst dran. 13, 22, das ist ja wohl ein Witz. 14, 18... Okay. Ich glaube, ich würde ganz gern versuchen, euch beide mal hier auf den Großen loszulassen. Den müssen wir irgendwann zum Schluss machen mit seiner riesen Stimmgabel. Ihr steht schon so ganz gut. Obwohl, warte mal, wenn ich das mal lieber so mache, stelle ich dich mal dahin, kannst du mich schon mal Wirbelsturm direkt machen. Dann, dich stelle ich noch mit hier hin, auf dass du hier mal schön mit reinhauen kannst. Dich stelle ich damit hin, auf dass du irgendwie da rein pieken kannst. Und ihr macht irgendwelche Dinge. So, bereit. Kummerer ist zuerst dran. Soll natürlich erstmal schön Rüstung klauen. Oh ja, 7 Rüstung weg ist hervorragend. Sofort, wenn Bollwerk drankommt, wird es ein Massaker geben, glaube ich. So, oh, 7 machst du schon mal. Das ist wunderbar. Angriff. Ja, klau doch einfach 7 Punkte, ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, okay. So, mein lieber Freund, 7. Machen wir doch mal 8 draus. Und hoffe, dass du beide Treffer bekommst. Und das läuft. Plus 2 Ansehen. Wow. Weil er wahrscheinlich so super stark war. Ich habe gut daran getan, das so zu machen. Okay. Wirbelwindangriff trifft dich und trifft dich. Das ist in Ordnung. Dann pieke ich einfach mal dich. Was? Achso, haha. Warte mal, du bist ja gehörst zu uns. Gut, dann, ich könnte dich pieken. 8, 10. Ja, du wirst wahrscheinlich beide töten oder zumindest sehr schwer mitnehmen. Ich pieke dich einfach mal. Piek. Immerhin machst du weniger Schaden. Der Steinsänger kommt ran. Oh, wunderbar. Und stellt sich... Okay. Stellt sich genauso auf, dass er in meinen Wirbelwind reinläuft. Genau das will ich doch haben. So, ein Wirbelwind. Du hast 13, ist in Ordnung. Ich beginne einfach mal bei dir. Mit möglichst viel Schaden, damit du auch viel abkriegst. Und zack! Yeah, 2 sind gestorben. Und einer ist doch schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Wunderbar. So, du kommst dran. Und wirst einfach mal dich mit engagieren. Was hast du eigentlich? Du hast Kurs, okay, Angriff. 80%, die dann rauben wir erst ein bisschen Rüstung. Warum nicht? Der Kampf läuft bisher außerordentlich gut. Okay, die Dinger muss ich schnell loswerden. So, wir stellen uns schon mal dem Großen hier entgegen, auch dass wir beim nächsten Angriff die direkt begegnen können. Zug beenden. Müssen die Kleinen möglichst schnell loswerden. So, du bist dran. Du haust schon mal auf ihn ein. Blut. Oh, blablabla. Durchlauf vielleicht. Mach mich mal Durchlauf. Jawohl.
Rüstung wird geklaut und du machst ein bisschen Schaden. Naja, das geht ja. Ich hätte wohl lieber Blutpflege machen sollen, aber egal. Wird abgelenkt. Sehr schön. Aber... warte mal, ich stelle dich mal da hin, damit Krummrin gleich noch ran kann. Und ich haue mal auf deine Rüstung ein. Wunderbar, 6 Rüstungen weg. Zack, und der zweite Schlag geht auf dein Leben. 7 Punkte ist nicht schlecht. Runde wird übersprungen. In Ordnung. Ich glaube, warte mal, wer hat das eigentlich gezaubert? Du oder du? Ich weiß es nicht. Ist der Magier noch mal dran? Wer ist als nächstes dran? Du bist relativ bald dran. Na dann, gehe ich doch mal zu dir. Und versuche dir möglichst viel Schaden beizubringen. Okay, die beiden sind geschlüpft. Unangenehm, kann man nichts machen gerade. So, dein Groß ist nochmal dran. Er könnte... Genau, er wird erstmal die beiden Viecher hier los. Schön Wirbelwind. Ist egal wie rum. Wird beide treffen. Und ich kriege da auch bloß ein Ansehen. Er ist wieder beförderungsreif. Hervorragend. Bis jetzt ist noch keiner gefallen. Du könntest Schaden bekommen. Warte mal, können wir nicht einfach eine Fähigkeit anwenden? Nicht benachbart mit Verbündeten. Okay, schade. Okay, mach ruhig mal 3. Warum nicht? Beim nächsten Mal kannst du vielleicht töten. Er versucht irgendeinen Zauber. Es darf nicht funktionieren. Wird es auch nicht. Oh, 9. Wunderbar. Das heißt, Krummere kann den Großen hier töten. Zack. Und wir haben wieder einen großen Wüter weniger. Ohne eine Verletzung erlitten zu haben bis jetzt. Finde ich ganz hervorragend. So, ich komme nicht nah genug an dich ran. Das ist schade. Gehen wir also erstmal dahin und beenden den Zug. Der Nächste ist dran. Du bist dran. Okay, wir gehen möglichst forsch nach vorne und beenden den Zug. Okay, dein Zauber ist leider durchgekommen. Das ist ärgerlich, aber passiert. Gut, dann stellen wir uns doch mal dahin. Wer ist als Nächstes dran? Du? Du bist als Nächstes dran. Okay, in dem Fall werden wir... Warte mal. Hast du was für Rüstung? Nee, komm, wir machen deine Stärke weg, weil du eh gleich dran bist. Damit hast du noch 8 Stärke, immerhin. Aua. Okay. Wenn ich mich da hinstelle und wieder mal einen Wirbelwind zauber, wäre das doch fantastisch, oder? Fähigkeiten, Wirbelwind, SS. Ich hoffe, dass ich dich nicht treffe, liebe Dame. Wenn nicht, gibt's doch ein Problem. Läuft! Okay, du hast kaum noch Rüstung. Ich muss mich langsam ein bisschen schonen. Au. Au. Okay, so, mein lieber Freund. Du hast noch 2 Punkte. Dann war's es jetzt für dich. Und du kannst befördert werden, hast ein Ansehen mehr. In Ordnung. Wir müssen jetzt die Kleinen langsam mal ausschalten hier. Mach mal ruhig ein bisschen Dampf. Und dich müssen wir kurz mal retten. Weil du verlierst mir da echt zu viel Leben mittlerweile. So, 6 Punkte, das ist gar kein Problem. Und du, mein lieber Freund, bist tot. Und ein weiterer Kill geht auf dein Konto, mein lieber Freund. Ein weiterer Punkt für dich. In Ordnung. Wir kommen nicht näher ran, aber können wir irgendwie Bärenzorn natürlich auslesen? Nützt ja alles nichts. Okay, zu beenden. So, 3 Punkte. Ach, günstig. Sehr, sehr günstig. Kein Verletzter. Dafür viel Ansehen, viele Tote. Lief sehr gut. Was für eine gute Mannschaft. Langsam komme ich wieder gut zurecht. Sigbjorn kann befördert werden. Ditch kann befördert werden. Und wir kommen was 10 Ansehen. Bestimmt 11 Ansehen. Jawohl. Meine kühnsten Träume sind um 10% übertroffen worden. Wunderbar. Hier scheint schon wieder irgendwas zu sein. Ich würde mal sagen, bevor da irgendwas auftaucht, werde ich kurz mal einen kleinen Schnitt machen. Ja, ich weiß, die Folge ist jetzt nicht super lang, aber es passt schon. Bis gleich.